Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei Zockt F1 2013. Wir befinden uns hier in Kanada auf der Rennstrecke Gilles Villeneuve und Circuit hätte die Gilles Villeneuve heißt, glaub sogar. Keine Ahnung, wir werden mal versuchen, hier unseren Startplatz 19 in ein gescheites Rennergebnis zu wandeln. Und wie wir das Ganze angehen, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal, wie viele Runden könnten wir hier fahren. 8,8 mit den weichen Reifen und 21 Runden mit den harten Reifen und 18 Runden wäre es Rennen. Ich bin am überlegen, ob wir mit den weichen starten und mit den harten zu Ende fahren. Dass man sagt, okay, 6 Runden weich und wenn die platt sind, dann Schluss halt mit hart. Oder ob wir sagen, wir fahren mit hart bis 6 Runden, also sprich bis Runde 12, bis Runde 13 und dann gehen wir auf die Weichen und holen nochmal richtig alles. Also ich würde sagen, wir starten auf hart und gehen bei Runde 12 oder in Runde 12 rein und gehen dann eben auf die weiche Reifenmischung, mit der wir dann zu Ende pushen. Und Benzinstrategie machen wir normal oder aggressiv? Ich würde sagen, wir machen die normal. So, und dann starten wir mit hart. Das gibt jetzt einen Fight, Leute. Ich hoffe, dass es keinen Regen gibt, weil das gibt einen Fight. Das ist, wie gesagt, keine Rückblenden habe ich. Die habe ich deaktiviert. Keine Safe Games habe ich. Also gut, ich meine, ich könnte jetzt Alt F4 drücken und könnte dann nochmal, aber das mache ich nicht. Ich will das Rennen zeigen, was ich fahre. Und wenn in der ersten Kurve ein Crash kommt, der mich irgendwie ein Rad kostet, ein Flügel kostet, dann ist es meistens gelaufen, unser Rennen. Ich hoffe hier auf ein paar Ausfälle. Das, was vielleicht dann doch ganz gut hinkriegen. Was klemmt denn da? Irgendwas habe ich eingeklemmt mit meinem Rücken. Ich sitze nicht gerade so bequem. So, Vettel auf Pole, wir auf 19 und ein Teamkollege auf 20. Ist nicht verkehrt. So, Benzin auf Fett bremsen beim Start nach hinten. So, dann machen wir hier das die Übersicht an wegen Schäden am Auto. Sauber, wir sind innen vorbeigekommen. Der hat sich weggedreht. Wir kommen innen durch. Hatten da eine gute Position. Hinter uns entstand, glaube ich, schon eine große Lücke. So, der Fight läuft. Wow, 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 wow. Das passt, Bremsen will ich auf neutral schalten und will einfach ein bisschen früher bremsen jetzt in Zukunft. Puh. So, die Startphase hätten wir hinter uns. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ganze Rennen hier laufen wird. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir fahren ganz gut mit. Wir liegen ganz gut und wir haben ja die harten Reifen. Das heißt, die Jungs sollten ja eigentlich früher reinkommen. Und sollten dann auf hart zu Ende fahren. Ja, können wir machen. So, jetzt werden wir natürlich stark abbauen, was die Rundenzeiten angeht. Ist ja logisch, wenn wir jetzt auf Benzingemisch 2 fahren, werden wir nicht mehr den Vortrieb haben und man sieht es auch direkt, dass die da vorne schon davonziehen. Und die anderen hinter uns, die machen mächtig Druck. Aber die müssen ja erstmal vorbeikommen.
Und ich weiß nicht, ob sie das so leicht schaffen. Weil wir können sie im Prinzip sogar... Na, ich weiß nicht, ob wir sie vorbeilassen können. Also wir werden auf jeden Fall hinten raus schneller werden als die, wenn es gegen Ende des Rennens geht. Boah, ich habe gar keinen Curse benutzt die Runde. Na, dann brauche ich mich nicht wundern. Brauche ich mich nicht wundern, dass die hinten so aufkommen und ich keinen Curse benutze. So, dann waren wir ein bisschen weit draußen, aber macht nichts. Ich glaube, viel hat es nicht gekostet. Wenn wir ein bisschen mehr beim Curb geräubert wären, da hätten wir die Kurve ein bisschen besser bekommen. So, wir blockieren Maldonado auf Teufel komm raus. Wir wollen eigentlich keinen vorbeilassen von den Jungs. Wir wollen hier unser Rennen fahren und möchten möglichst gut abschließen. 18. sollten wir werden. So, jetzt kommen die natürlich dahin angeflogen mit Curse und mit DRS und mit allem drum und dran. Sommer, Gutierrez bremst mich aus und innen gehen noch 3-4 Autos vorbei. Wollen mich verarschen? Das macht der Gutierrez nicht umsonst hier. An dem versuche ich jetzt dran zu bleiben, den versuche ich mir nochmal zu greifen. Ja, das ist mir egal, was der hinter mir hat. Mich interessiert nur, was der vor mir hat. Und der vor mir hat mich ausgebremst und innen sind sie dann zu dritt vorbeigezogen. Na, diese Kurve hier. Wenn ich die mal gescheit erwischen würde, die kostet mich jedes Mal Platz und Zeit. Oh, hoffentlich bin ich nah genug dran gewesen. Ich glaub's aber nicht. Ah, fuck. So, jetzt kommen die hinten mit offenem Flügel an. Wir müssen da vorne ran. So, die ersten gehen hinter uns in die Box. Das ist sehr gut. So, schaffen wir's. Die müssen jetzt langsam alle reinkommen. Und wir versuchen auf die da vorne aufzuschließen. Denn unsere Reifen müssten normalerweise besser sein wie den ihre. Oh Mann, und ich habe mich da schon wieder verbremst. Ich fahre durch die Kurve einfach langsamer wie der Computer. Das ist momentan meine Schwachstelle. Überall bin ich echt gut unterwegs, nur an der Stelle nicht. Und jetzt hier raus haben wir dann das Problem mit dem DRS-Flügel. Die dürfen aufmachen, wir nicht. Ja, hier drüber. Knall hat den Weg blockiert. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Ja, ist ja schön für ihn, dass er mit Standarddrehzahl fährt. Ich auch. Nur ich mit dem Unterschied, dass mein Motor eben keine Leistung hat, wie dem seiner. Ja, und beim Runterschalten sich auch dämlich anstellt, mein Getriebe.
Geh rum. Dieses leichte Rutschen da immer in den Kurven, weil ich einen Millimeter zu spät dran bin. Ja, da hebt's mich aus. Da lassen dann vorbei. So, wir fahren hier, was das Zeug hält, und dürfen Flügel öffnen. Und damit werden wir so schnell, dass der nicht mehr vorbeikommt. So, und die fahren alle rein. Und wir pushen, um wieder nach vorne zu kommen. Ja, nee, wir kommen genau dahinter raus. Und wir müssen das jetzt versuchen zu nutzen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich push ja schon wie so ein Bekloppter. Aber hier, diese Kurve, die killt mich eben. Da heiz ich über den Körb drüber, und die Kurve, ich weiß, dass man die normalerweise im dritten bis vierten Gang durchfahren kann. Wo ich jetzt im zweiten runtergehe, das ist einfach die Linie, die da nicht stimmt. Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Ja, ich push schon wie ein Bekloppter, weil ich weiß nämlich, ich bin jetzt auf dem harten. Und meine Harten, die sind jetzt besser gewesen wie denen ihre Harten, als aus der Box kamen. Und ich muss das natürlich nutzen für mich, dass ich hier Autos überhole, die jetzt an der Box sind. Man muss so viel Zeit gewinnen wie möglich, dass falls ich an die Box gehe. Deine Vorderräder blockieren. Ja, ja. Oh Mann! Warum rutscht er denn jetzt wieder? Die Karre ist doch noch gut in Schuss, ich verstehe das gar nicht. Warum das Grip auf einmal so schlecht wird? Die Räder sind doch noch super. So, da konnte ich jetzt besser raus beschleunigen. Und jetzt kommt der andere gleich wahrscheinlich mit seinem blöden DRS. Das macht ja sowieso die ganze Formel 1 kaputt, in meinen Augen. Boah, rutscht das Auto auf einmal. Die Räder sind nur noch gelb, ich verstehe das gar nicht. Ja, so, und da greift er auf einmal wieder, wenn ich auf die Bremse dreht. Der schiebt gerade über die Vorderräder wie so ein Bekloppter hier. So, aber wir fahren eine halbe Sekunde schneller. Ja, ich versuche das Auto auf der Straße zu halten. Das ist mir wichtiger, wie zu fighten gegen den. Ich fahre meine Linie, und wenn der es irgendwo schafft vorbeizukommen, ja mein Gott, dann fährt er halt vorbei. Und wenn er das nicht schafft, ja mein Gott, dann schafft das halt nicht. Nur wegräumen soll er mich nicht. Dann werde ich ungehalten.
So, und das hat ihn mehr Zeit gekostet, als wäre er hinter mir geblieben, hätte rausgezogen, aber ist egal. Ja, ich kämpfe hier mit abbauenden Rädern, in der Tat. Der will nicht mehr so ganz, wie ich will. Der macht zwar noch ein paar Sachen mit, aber ich kann nicht mehr so platzieren, wie ich das gerne hätte. Aber solange ich pro Runde immer noch schneller werde und schneller werde, oh Mann, ey, wo steuert der denn hin, wenn ich da einlenk? So, ich mach hier zu. Das ist mir gerade egal, ich fahre meine Linie. Die sollen zusehen, wie sie damit klarkommen hinter mir. Ja, das ist schon wieder dieser Kack-Gutierrez. Ja, das ist schon wieder dieser Kack-Gutierrez, der es geschafft hat, mich schon wieder so doppig zu überholen, dass ich da nicht optimal durchkomme. Beim letzten Mal hat er mich ausgebremst. Diesmal habe ich wenigstens nur den einen Platz verloren und böse über die Curbs geräubert. Ich meine, gut, das sind nicht meine... Oh, das sind nicht meine Gegner hier. Also was mich am meisten annervt, ist, dass er nicht auf der Linie fährt, wo ich ihn gerne haben will, weil die Räder so runter sind jetzt, dass ich nur noch rutsche. Laut meinen Daten kannst du mal die Klappe halten in der Box. Ich versuche hier mein Rennen zu fahren und nicht noch mehr Dinger zu verlieren. Ich weiß, ich kann den runterschalten, aber ich will den gar nicht runterschalten. Ich will mich lieber beschweren, dass er die ganze Zeit mit mir labert. Macht viel mehr Spaß. So, also wir pushen und ich glaube, wir haben es bald geschafft. Und dann kriegen wir schöne, weiche, frische Reifen. Und wenn wir die haben, dann dürften wir den Konkurrenten, die dann bei uns in der Nähe liegen, ganz schön das Leben zur Hölle machen. Und deshalb versuche ich jetzt auch nochmal ein bisschen hier mit ein bisschen mehr Risiko. Oh, der lenkt nicht ein. Ich hab... Ja, das war's. Ich wollte von denen hinten ein bisschen wegfahren, ey, der lenkt nicht ein, was soll ich machen? Die Räder, die sind einfach, die sind... Der rutscht, ich gebe Gas, der rutscht, der beschleunigt mich und... Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Nee, wie könnte ich das vergessen mit dem Fahrverhalten, wie ich es derzeit habe? Wobei ich echt am überlegen bin, ob ich noch eine Runde draußen bleiben soll. Aber ich glaube, das bringt mir nichts, eine Runde draußen zu bleiben. Ich glaube, ich muss so schnell wie es geht rein, um die Weichen zu holen, dann habe ich eine bessere Chance. Ich hätte da, glaube ich, sogar Vollstoff reinfahren können. Oh, da geht noch einer auf meine Taktik. Und hinter mir geht auch noch einer auf meine Taktik. Da kommt also noch jemand rein. Oder räumen die gerade weg? Ne, die räumen wohl weg. So, da ist mein Teamkollege. Dann soll er mich mal vorbeilassen, wenn wir im gleichen Team sind. Der muss doch wissen, dass ich frischere, bessere Reifen habe. Die muss ich jetzt nutzen, nicht in 4 Tagen.
Aber nee, stattdessen kämpft er gegen mich, blockiert mich. Ich verliere Zeit nach vorne, der verliert Zeit nach vorne. Was ist denn das hier für ein Teamkollege? Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen unterwegs. Du bist also im Vorteil. Der Fahrer vor mir, den überhole ich gleich, weil er mir auf den Keks geht. Blöder Depp da. Das ist dein Teamkollege, pass auf. Wetten, der Teamkollege macht mir gleich die Linie zu. So, jetzt mache ich ihm die Linie zu. Der kostet mich einen Haufen Zeit. Der Teamkollege. Ich muss meine schönen, frischen, weichen Reifen nutzen, um möglichst viele meiner Konkurrenten zu schlagen. Vorrangig erstmal hier Bianchi und Co. Das Auto, das liegt wie Bombe, aber die Räder, ihr seht schon, die werden schon leicht gelblich. Und wir haben mal nur noch 4 Runden, um unser Ziel zu erreichen. Und wir pushen jetzt schon wie blöde. Ah, wir können halt mal Benzin nutzen. Und da vorne ist noch einer. Wir haben das Zeug, wir können es schaffen. Wir können die weichen Reifen eventuell wirklich ummünzen, dass wir unsere Zielposition erreichen. Der hat doch gar keine Chance mit den Rädern, die der da drauf hat. Würden die das nur mal einsehen? Der Computer hier, der ist aber auch so uneinsichtig. Du darfst dich nicht länger von ihm aufhalten lassen. Du musst an ihm vorbei. Na, keine Sorge, ich leg mir den schon zurecht jetzt. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. Aber es geht mir wieder so wie in dem anderen Modus, dass die einfach viel zu schnell rausbeschleunigen. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich begreifen kann. Wow, wow, wow. Wieso ist der denn so schnell da hinter mir? Der fährt doch nur so diesen blöden Marusha, der nichts taucht. So, jetzt relax bleiben, dann habe ich echt gute Chancen. Boah! Der wird immer langsamer, also dachte ich, komm, weichst du aus. In dem Moment zieht der nach innen und ich fahre ihn hinten rein, ne? Das ist ein Kampf hier. Ich meine, ich brauche nur noch den 18. Platz, dann habe ich die Zielvorgabe vom Team erreicht. Aber ich meine, da subtil vor mir, das ist halt auch kein Kind von Traurigkeit. Das ist ein schnelles Auto, was der hat im Vergleich zu meinem. Oh, wir dürfen Flügel nutzen. Sehr schön. So, und jetzt können die sich wieder mal nicht einigen, wer hier wo rumfährt. Und das ist meine Chance. Sehr schön haben wir das gemacht.
Und jetzt heißt's Position halten. Keinen mehr vorbeilassen, eher noch nach vorne fahren. Können maximal einen Platz noch verlieren. Oh. Mann, da denkst du, komm, fährst so. Dann wird das Auto auf einmal ganz schnell, ganz langsam, was er die ganze Zeit nicht tut. Und auf einmal fährst du innen über die Wiese und fliegst über den Curb. Das Runterschalten hier vom Computer ist wirklich, das ist, ich müsste das eigentlich selber machen. Das machen wir jetzt auch die letzte Runde. Da können wir nämlich nochmal richtig hardcore ranpushen. So, Vettel fährt schon über Start-Ziel. Wir sind noch im Fight und können noch eine Position holen. Weil unsere Reifen, die taugen noch, die von dem da vorne scheinbar nicht mehr. Wobei wir rutschen auch schon böse. Aber wir fahren schneller und wir kommen ran. Und wir brauchen den ja nur vor Start-Ziel zu überholen. Ah, und hier hat's wieder nicht gepasst, das Timing. Das ist aber auch eine Scheißkurve, wirklich, ey. Ich werde immer, entweder bin ich zu schnell oder ich werde zu langsam und räube über die Curbs drüber und versau mir meine Runde. So, wir kommen auf. Der ist langsamer. Warum ist der langsamer? Muss der schon Sprit sparen? Nein, nicht ins Rutschen kommen. Oh. So tief gerade noch abwehren können. Ja, der vor mir, der, ich weiß gar nicht, wer das war. Der wurde so schön langsam. Ich habe gedacht, den kriege ich noch. Ah, Mist. Das wäre 16. Platz gewesen. Das wäre Ricciardo gewesen, den wir geschlagen hätten. Aber mit dem 17. können wir durchaus zufrieden sein. Wir sind auf jeden Fall besser wie der 18., den wir hätten werden sollen. Uns ist keiner ausgefallen und wir sind trotzdem 17. Puh. Ein paar Pünktchen wären halt schön. Und wir schaffen es nicht, Punkte zu holen. Ah, das ist zum, ich weiß nicht, Mäusemelken. Puh. So, was sagt Steam dazu? Die freuen sich, ich bin abgekämpft. Da ging die Reifenstrategie dann doch mal auf. Wir konnten mit dem harten gut dranbleiben, um dann mit dem weichen uns die Position langsam wieder zurückzuholen. Aber es war schon eine harte Nummer. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten hier den Kollegen, den Wern, den hätten wir noch gekriegt, wenn der nicht so in der Kurve blockiert hätte. Mein Gott, das ist ein gutes Recht. Endlich haben wir es auf Stufe 2 geschafft, in der Schrottmühle. So, Fahrzeugentwicklung vorsichtig. Ich will nicht vorsichtig, ich will, dass was vorangeht. So, als nächstes kommen wir in Großbritannien auf den Circuit Silverstone oder Silverstone Circuit. Renndaten. Ja, er gibt uns im Qualifying 19. Waren wir besser wie Ziel. Ziel im Rennen waren wir 18. und Ergebnis 17. waren wir auch besser. Qualifying Runde 1.18.5, Pole Position Runde 1.19.9 von Vettel. Das zeigt schon, wir hätten, wenn wir es weiter geschafft hätten, ey, die werden langsamer, die werden ohne Scheiß, die werden langsamer. So, im Rennen haben wir 19.2.9.7 als schnellste Runde gefahren und ja, die schnellste Runde ist von Hamilton mit 1.17.3.0.1, also, und wir haben zwei Plätze gewonnen. Ja, teaminternes Duell haben wir wieder ausgebaut, denke ich mal. Siege im Qualifying-Duell sind wir ziemlich weit weg. Schnellste Runde haben wir jetzt wieder auf unsere Seite geholt. Und im Rennen besiegt ja 6x zu 1x. Also ich glaube, wir sind hier der Bessere. Und ich glaube, wir sollten die Chance kriegen,
dann in eins oder zwei Rennen entweder Nummer eins im Team zu werden oder eben ein anderes Team angeboten zu bekommen. Und da arbeiten wir weiter drauf hin. Deshalb klickt wieder rein in der nächsten Woche, wenn es heißt Nick Frey zockt F1 2013 im Karrieremodus, dann mit dem großen Preis von England. Und ja, da werden wir mal schauen, wie wir das Ganze da hinkriegen. Ich sage an der Stelle erstmal danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.